Die deutsche Börse legt einen neuen Index auf, der auf Nachhaltigkeit setzt. Der DAX 50 ESG umfasst 50 Titel aus DAX, MDAX und TecDAX. Bei mir Robert Halber von der Baader Bank. Ja, ESG steht für Environment, Social und Governance. Kommt in diesem Index jetzt das Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel auch schließlich mal an der Börse an? Ja, wir haben ja ein Gesamtkonzept in Europa, ja angefangen von der EU-Kommission, die ja für Europa das grüne Europa ausgerufen hat, Klimaneutralität irgendwann mal, wann immer es sein wird. Und dem möchte man eben auch an der Börse jetzt quasi folgen, sodass das Ganze ein ganzheitlicher Ansatz ist. Die Nachhaltigkeit ist in der Tat angekommen an der deutschen Börse. Welche Unternehmen sind denn dabei, die man vielleicht auch kennt? Also aus dem DAX sind es 23 Unternehmen, also könnte man fast schon sagen, dieser ESG-Index ist eigentlich ein Abbild des deutschen Aktienindex, weil da viele bekannte Namen drin sind. BASF, Bayer, die Deutsche Bank, das ist alles vorhanden. Was eben nicht vorhanden ist, wäre zum Beispiel die Kohleverstromer, Gasverstromer, E.ON und RWE. Ist Nachhaltigkeit nicht eine Definitionssache? Denn eigentlich kann ein Unternehmen ja nicht zu 100% nachhaltig sein, oder? Und ist ein Chemieriese, der auf Nachhaltigkeit zwar setzt, aber trotzdem nicht immer noch ein Chemieriese? Es ist eine Definitionssache, definitiv. Wir haben ja diverse Probleme. 100% Nachhaltigkeit, das gibt's nicht. Wie heißt es so schön im Volkslied? Wir sind alle kleine Sünderlein. Also irgendwo ist immer ein kleiner Umweltsünder in allen von uns, das ist ganz klar. Und man muss sich auch vor Augen führen, eine Bayer mit Monsanto oder eine Daimler, die jetzt im ESG-Index drin sind, da könnte man ja auch zweimal hinschauen und die Stirn runzeln und sagen, passt das wirklich zum Nachhaltigkeitskonzept? Aber natürlich heißt das auch, wir brauchen ja Marktbreite für diesen Index. Soll auch interessant sein, wenn da jetzt nur die absolut koscheren Werte drin sind, ja, dann ist das vielleicht gar nicht reizvoll. Das heißt, da muss man schon noch nachbessern. Und es kommt neuns hinzu, es gibt ja in Europa keine einheitliche Definition. In Frankreich sind Atomkraftwerke koscher. Die kann man durchaus nehmen, weil sie ja klimaneutral sind, zumindest was die CO2-Belastung angeht. Aber da kann man sicherlich auch ganz andere Definitionen für betrachten. Ist das jetzt ein interessanter Index für Anleger oder ist das momentan ein Trend, auf den man vielleicht nicht gleich aufspringen sollte? Nein, er ist interessant aus dem Grund, dass dieser Nachhaltigkeitstrend immer stärker vom Regulierer vorgegeben wird. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass in den nächsten Jahren immer mehr Werte gekauft werden können, die eben auch nachhaltig sind, diesen Umwelt- und Klimaschutzcharakter in sich tragen. Das wird einfach jetzt vorgegeben. Das heißt, auch in den Vermögensverwaltungen, in der privaten Altersvorsorge kommt das quasi per Order de Mufti von oben drauf. Wir müssen es machen, immer stärker machen. Also, und das heißt, jetzt wird man zu seinem Klimaschutzglück gezwungen. Also wir sehen, Nachhaltigkeit und Klimawandel sind an der Börse auch ein großes Thema. Danke Ihnen, Robert Halber von der Baader Bank, und danke Ihnen, liebe Inside-Wirtschaft-Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.